Hallo, heute bin ich auf Lanzarote. Das ist Costa Teguise Golf, ein wunderschöner Golfplatz in der Mitte von den Vulkanen. Heute ist mein zweiter Stopp auf meiner AIDA-Reise. Gestern war ich auf Fuerteventura. Ich war gerade auf der Range und wie es so oft ist auf den Driving Ranges von diesen Plätzen, der Rasen war ziemlich abgenutzt und die Bälle lagen nicht sehr optimal. So, das sind perfekte Bedingungen, um Ball-Boden-Kontakt zu trainieren, was ein ganz wichtiges Thema beim Golfen ist. Und jetzt möchte ich dir sagen, was meiner Meinung nach der wichtigste Faktor ist, den Ball und dann den Boden zu treffen. Das geht erstmal los beim Probeschwingen. Das fällt mir immer auf, wie viele Golfer gar nicht schauen, wo sie aufkommen beim Probeschwingen. So, bitte guck mal hin. Und wenn du merkst, dass du den Boden mittig oder leicht links von der Mitte jedes Mal triffst, dann machst du irgendwas sehr gut. Aber wenn du merkst, dass du den Boden zu früh oft triffst, könnte es an mehrere Dinge liegen. Es könnte an Ballposition liegen, vielleicht ist der Ball zu weit vorne, vielleicht ist der Stand falsch, aber meistens ist es der Schwung. Der Golfer lehnt sich zum Beispiel im Treffmoment zu sehr nach hinten, der Schwung ist zu flach und dann trifft er den Boden zu früh oder vielleicht wird der Schläger zu früh gelöst, diesen Winkel, und so wird zu früh getroffen. Es gibt mehrere Gründe. Aber worauf du achten solltest, ist, dass du erstmal deinen Schläger immer auf der richtigen Ebene hast. Da musst du dich nur aufnehmen und in dieser 9 Uhr Position sein, wo die Hände oberhalb der Fußlinie sind, Schlägerkopf da vorne, da musst du auch beim Abschwingen sein. Wenn das der Fall ist, dann ist Folgendes wichtig. Das ist der Tipp für dieses Video. Nachdem du die Arme gesenkt hast und dann anfängst zu drehen, es ist wichtig, dass du deine Hände benutzt. Es ist dieses Lösen der Hände. Es sind die lockeren Hände, die dafür sorgen, dass der Eintrittswinkel erstmal nicht zu steil ist und dass der Boden viel später getroffen wird. Wenn du feste Hände hast, dann kriegt man den Schlägerkopf nicht vorne, nicht durch. So, du musst senken, drehen und lösen. Und du wirst so den Boden später treffen. Und das war mein einziger Gedanke auf der Range, als ich die Bälle geschlagen habe. So, bitte, das da kombiniert mit guter Ebene und ein gut getimte Drehung und Release wird so viel dir bringen. Release den Schläger und treffe dadurch Ball dann Boden. So, die Reise geht gleich weiter. Ich muss schnell zu der AIDA zurück. Bis bald.